Wo fahren wir hin? Maffeemann. Seit wann fahren wir dahin? Fast 6 Stunden. Gott, wie gern wäre ich jetzt da auf dem Wasser und nicht hier auf der Scheißstraße. Yay, Autofahren macht so viel Spaß! Wir sind gerade super froh, dass wir uns ein Segelboot gekauft haben und kein Van. Ja. Also wir sind circa seit 5 Stunden unterwegs auf dem Weg nach Fehmarn von Eutin. Okay. Normale Fahrzeit 1 Stunde 15. Ja. Jetzt sind wir schon fast bei der Brücke angekommen und laut Navi sind wir in einer halben Stunde da, wo wir hinwollen, weil heute geht es zu Ulf. Genau. Ulf ist hier nämlich im Winterlager und hat uns eingeladen, mal vorbeizuschauen und wir kämpfen uns zu ihm durch. Und ich bin noch voller guter Laune. Jack hat heute auch den besten Tag in seinem Leben. Ne? Also? Das ist so nervig einfach, das ist nicht normal. Autofahren ist so kacke. Das letzte Mal, als wir hier lang gekommen sind, sind wir mit unserem schönen Boot hier drunter gesegelt und das war gefühlt der glücklichste Tag meines Lebens. Und jetzt ist das so eine Kacke, ey. Unten drunter bringt Spaß, oben drüber können wir nicht empfehlen. Ah. Ja. Oh. Sieht auf jeden Fall klein aus. Wie blau ist das Meer? Boote. Aber das Schiff ist nicht wesentlich größer als Neujahrs. Nee? Oh, es wirkt. 30er. Hier haben wir jetzt den Verkehr. Ja, so soll das funktionieren. Oha, ja gut, da müssen wir noch bei uns ein bisschen ran. Ja, schön, dass ihr beide es geschafft habt, hierher zu kommen. Trotz der ganzen Verkehrsprobleme und der Fehmarn-Sundbrücke. Es hat sich gelohnt. Demonstration, Stau und sonstiges und 4 Stunden Fahrt. Ja, verrückt, also weiß ich nicht. Wir fahren einmal im Jahr nach Fehmarn und dann sowas, aber gut. Ja, ihr habt ja heute euer Video rausgebracht, wo ihr erzählt habt, wie ihr zu eurem Schiff gekommen seid. Und die Geschichte von diesem Schiff hier ist auch eine interessante, weil es ja so ist, dass man ein Schiff nicht findet, sondern ein Schiff findet einen. Es war also so, dass ich über Jahre ein Vereinsschiff mit benutzen durfte, mit einem Freund zusammen. Und die Zeit dafür einfach irgendwann nicht mehr da war. Ne? Also es gab keine Termine mehr, um das Schiff zu benutzen. So, und dann kam die Idee, dann langsam sich nach einem eigenen Schiff möglicherweise umzuschauen. Wobei ein eigenes Schiff haben ist ja eigentlich wie unter der Dusche stehen und 10-Euro-Scheine zerreißen. Total, total sinnlos. Das stimmt nicht. Und so haben wir dann die eBay Kleinanzeigen bemüht, um mal zu gucken, was gibt es überhaupt zu welchem Preis auf dem Markt. Mhm. Und dann hatten wir in Marina Wendorf ein Schiff in die engere Wahl gezogen und haben einen Termin vereinbart zur Besichtigung. Haben dann noch einen sehr guten Bekannten mitgenommen, der einem die rosa-rote Brille vom Gesicht reißt, bevor man dann, ich sag mal, vorschnell entscheidet. Mhm. Ja, der dann sagt, okay, da musst du nochmal lieber genauer gucken. Können wir auch nur empfehlen, ne? Also wir hatten ja auch welche dabei. Ja. Naja, und wir haben uns das Schiff dann angesehen. Wir kamen nicht rein, weil der Eigner
in Hamburg wohnte und in der Woche nun keine Zeit hatte zu kommen. Wir ihn aber gefragt haben, zumindest mal außen zu gucken. Wenn das Schiff nämlich außen soweit in Ordnung ist, dann hätten wir einen weiteren Termin vereinbart, dass wir dann auch nochmal reingehen können. Ja. Ja, der Eigner hatte das Schiff aber nur wenige Wochen. Er hatte das von einem älteren Ehepaar abgekauft und zwar wollte er eigentlich nur den Liegeplatz haben. Er hatte ein Motorboot in Hamburg und wollte jetzt in die Ostsee. Er hat sich dieses Segelschiff gekauft, um den Liegeplatz zu übernehmen und dann das Segelboot wieder abzustoßen. Ja. Wir sind dann zweimal da gewesen, haben uns das zweimal auch von außen nochmal genau angeguckt und nochmal genauer angeguckt und nun sollte das dann losgehen, dass wir das Schiff dann auch übernehmen. Mhm. Und ich hatte dann in Marina Wentorf schon einen Krantermin organisiert, wollte jetzt an dem Freitag, der Krantermin war auch an einem Samstag, und wollte jetzt an einem Freitag nochmal mit dem jetzigen oder derzeitigen Besitzer dann ins Schiff rein. Mhm. Dann habe ich mich mit meiner Frau auf den Weg gemacht nach Marina Wentorf und wir fahren dahin ungefähr eine Stunde und hatte die ganze Zeit Kontakt mit dem Verkäufer über Handy, weil der sich gemeldet hatte, dass er möglicherweise später kommt, weil er im Stau steht. Mhm. Und habe ihn auch nochmal gefragt, Mensch Skinners, wir wollen morgen ja mit dem Schiff durch den Marina Wentorf Hafen fahren, vom Liegeplatz zum Kran. Wie sieht es denn eigentlich mit der Versicherung aus von dem Schiff? Ist das noch alles in Ordnung? Ist das noch alles in Ordnung? So dass es dass das Schiff versichert ist, ganz einfach. Ne? Mir passiert irgendwas, ein Blödsinn, bleibe ich dann auf den Kosten sitzen oder wie ist das? Gut, aber irgendwie wurde der dann unsicher und sagte, ich müsste mal meine Frau anrufen und mal fragen, ob das schon irgendwie angekommen ist da mit der Kündigung und mit einer Neuversicherung oder mit einer Übergangsversicherung hin und her, konnte er mir keine Antwort aufgeben. Und wir haben dann noch ein paar Mal hin und her telefoniert und gleichzeitig auch immer jetzt unseren Standort mitgeteilt. Ja. Gut. Wer Marina Wentorf kennt, weiß, dass wenn man an Laboe vorbei ist, man nicht mehr lange fährt. Klingelte das Telefon und er sagte mir, das Schiff ist jetzt gerade verkauft worden. Also an jemand anderen? An jemand anderen. Jetzt im Moment gerade ist das Schiff an jemanden verkauft worden. Okay. Ja, da fällt dir zunächst mal die Kinnlade runter. Und warte, aber ihr hattet schon einen Krantermin, oder? Ja. Für den folgenden Tag morgens. Mhm. Alles bestellt. Das gibt's ja gar nicht. Ja, Schiff ist verkauft. eBay Kleinanzeigen ist so und da muss man jetzt einfach mit klarkommen. Ja, das ist auf Deutsch gesagt wie ein Tritt in die Fresse, kann man so sagen. Meine Frau ist da sehr deeskalierend und hat gesagt, nee, wir machen jetzt was anderes. Wir fahren jetzt einfach nach Laboe, setzen uns da in die Marina und essen in Ruhe eine Pizza. Mhm. Haben wir dann auch gemacht. Wir sind dann aber abends trotzdem nochmal nach Marina Wentorf gefahren, einfach weil der Abend sehr schön war. Und man da weit aufs Wasser rausgucken kann und sind quasi an diesem Schiff hier vorbeigegangen. Und also lag dieses Schiff auch da? Das lag schräg gegenüber von dem anderen Schiff. Ja, und dann habe ich mit denen hier Kontakt aufgenommen, mit den Verkäufern. Es sind zwei Verkäufer, zwei Eigner gewesen, eine eigene Gemeinschaft. Und wir sind uns relativ schnell einig geworden. Ich habe das Schiff gesehen und habe gesagt, das ist es. Das ist es. Das stand einfach vor mir und das stand dann zu verkaufen und das ist es. Ich glaube auch genau das muss man einfach fühlen. Also, ja. Ich weiß nicht, ich konnte es ja auch nicht so richtig beschreiben, aber ich habe unser Boot gesehen und habe gedacht, das und kein anderes so, das muss es werden. Wir haben den dann angerufen, das war dann bevor wir überhaupt Kontakt aufgenommen hatten, haben gesagt, wir haben ein Interesse an dem Schiff und ob wir mal drauf dürfen. Mhm. Hat er gesagt, kein Problem, könnt ihr machen, guckt das an. Mhm. Es ist auch ein Schlüssel vorhanden, der ist da und da versteckt und ihr könnt auch gerne reingehen. Ja, geil. Ja, das haben wir dann auch gemacht und sind dann auf das Schiff raufgeklettert, was nicht ganz einfach war, weil zu dem Zeitpunkt in Marina Wentorf der ziemlich viel Wasser stand im Hafen. Aber um ganz sicher zu gehen, habe ich dann wiederum nochmal einen Termin gemacht, wo dann auch einer von den Eignern anwesend war, der mir dann auch Fragen beantworten konnte vor Ort, was natürlich viel einfacher ist, weil manche Dinge denkst du nicht dran, aber wenn du siehst, kannst du direkt nachfragen. Ja. Dann war das mit dem Kauf quasi perfekt und die Übergabe war eigentlich, bin leider mit dem Schiff noch nicht gefahren, war am Kran hier auf Fehmarn. Also warst du jetzt mit dem aktuell noch gar nicht im Wasser? Nein, noch gar nicht im Wasser. Noch gar nicht im Wasser. Mit einem ähnlichen Schiff war ich im Wasser. Mhm. Dieses Schiff hier ist eine Bianca Lido.
30-Fuß-Schiff, also 9,15 Meter lang, 3,20 Meter breit, Tiefgang 1,67, also ziemlich gut. Ja. Ne, hat einen Bleikiel mit 4,5 Tonnen. Was wiegen wir nochmal? Drei. Drei, ne? Ja. Also laut technischen Daten liegen wir, wiegen wir drei. Ja. Der Kiel, also nicht wir, sondern das Boot. Ja. Der Bleikiel so hat so 1,8 Tonnen allein. Hm. Das ist schon gar nicht schlecht. So, und schön an dem Schiff ist halt, dass es einen durchgesteckten Mast hat. Das heißt, der Mast steht nicht oben auf dem Kajütdach auf, sondern wird durchgesteckt. Da ist ein Zweisaling-Mast bei ungefähr 16 Meter Masthöhe. 16 Meter? Ja. Ich glaube, wir haben etwa 12, meinte der Vorbesitzer. Das passt denn schon. Wir haben ungefähr 47 Quadratmeter am Wind Segelfläche. Und dieses Schiff ist ein, wie gesagt, ein 80er-Jahre-Bau. Dieses ist Nummer 40 aus 83. Und der Bootstyp wurde in Dänemark bis 1988 gebaut und ist ein Elfström-Design. Ne? Das heißt also, die Skandinavier bauen ja sehr qualitativ hochwertige Schiffe mit dickem Laminat, unheimlich seefähig oder seegängig und stabil. Was mir gut gefallen hat, ist die Hochbordigkeit, die gleichzeitig beim Manövrieren bei Seitenwind durchaus Probleme machen kann, aber es schwappt nicht so schnell Wasser über. Dann gibt es hier eine Windsteueranlage, eine völlig stromlose, ein Windpilot, der völlig stromlos funktioniert. Eine feine Geschichte. Ja, da müssen, also langfristig gucken wir auch mal, ob wir vielleicht mal sowas nachrüsten. Ich habe das nämlich jetzt auch schon bei ein paar gesehen und das war halt auch eigentlich ganz cool. Also wenn wir dann in den See gehen und ihr Zeit habt oder so und wir das mal ausprobieren, dann können wir das gerne mal zusammen testen. Ja, das wäre cool. Also die Absicht ist, in diesem Jahr hier mehr im Ostseebereich zu fahren. Das Schiff wird seinen Heimathafen in Rendsburg haben in Zukunft. Der Plan ist, mit diesem Schiff Routine zu bekommen, weil irgendwann in einigen Jahren möglicherweise wir dann für immer auf dem Schiff wohnen wollen möchten. Aber um da nicht, ich sag mal, vorsichtig ins Klo zu greifen, haben wir uns gedacht, wir halten das finanzielle Risiko irgendwo in Grenzen und probieren das erstmal mit einem kleineren Schiff aus, damit meine Frau das Segeln auch anständig lernt, weil wir verfolgen die Devise, dass jeder alles kann. Es hat jeder seine Schwerpunkte irgendwo von den Tätigkeiten auf dem Schiff. Aber man sieht es oft genug im Hafenkino, dass dann der Skipper fett und bräsig am Ruder hängt und Mutti wie eine Elfe übers Deck tänzelt und versucht alles an Leinen, was in irgendeiner Form vorhanden ist, auf die Poller zu bekommen und das teilweise im Desaster endet. Wenn jeder weiß, was zu tun ist, wenn der eine weiß, was der andere macht, ist das ein deutlicher Vorteil. Hierbei ist es dann auch noch wichtig, das Segeln auch zu lernen, für meine Frau dann zum Beispiel. Mhm. Und meine Fähigkeiten und Kenntnisse da noch zu vertiefen und zu verbessern. Da kommen wir dann mal mit, ne? Wenn du so einen Grundkurs gibst. Können wir uns einreihen, ja. So, dieses Schiff hat jetzt hier um die 40 Liter. Werksangabe ist 44 Liter in einem Edelstahltank. Und der Motor braucht ungefähr, wenn man mit 2200 Umdrehungen fährt, dann sagte mir der Voreigner, hat man um die 5 Knoten Geschwindigkeit, braucht er ungefähr 3,5 Liter Diesel die Stunde. Mhm. Und ich halte das für einen ganz normalen Wert. Ja. Wir hatten ja ein bisschen weniger Fahrt drauf. Ja, wir waren so bei 4, glaube ich. Ja. Aber ich weiß auch nicht, also unser verbraucht auch erstaunlich wenig. Er meinte, glaube ich, irgendwie 2 Liter, 2,4. Oder so. Also, ihr habt ja einen Zweizylindermotor. Genau. Ihr habt dieselbe Variante Motor wie ich, nur ein Zylinder weniger. Ah, okay. Was meinte unser Mechaniker so, Fahrraddynamo? Das, nee, leider gesagt, eine Nummer größer als Fahrraddynamo. Eine Nummer größer als Fahrraddynamo. Hat aber den Vorteil für euch, dass der Führerschein frei ist. Genau. Ja, genau.